kleines Passvideo für euch. Dafür braucht ihr wieder einen Partner oder eine Partnerin und einen zweiten Ball. Ihr stellt euch 5 Meter auseinander und spielt euch Brust- und Bodenpässe im Wechsel gleichzeitig zu. Wir machen euch das einmal vor. Nach dem 5. Mal wechselt ihr. Jetzt spielt ihr Brust- und Bodenpass im direkten Wechsel. Das heißt, wenn ich einen Bodenpass gespielt habe, spiele ich als nächstes einen Brustpass. Viel Spaß bei der Übung.